unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, der in dieser Abendmahlsfeier in unserer Mitte ist, sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Erstkommunionkinder, liebe junge Christen, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus. Wir haben uns am Abend dieses Gründonnerstags versammelt, um miteinander das große Geheimnis, das große Geschenk Jesu an uns zu feiern, um uns seiner Gegenwart ganz besonders bewusst zu werden. Ihr, liebe Jungkinder, dürft hernach die Gaben zum Altar bringen und bei der heiligen Wandlung, wenn das große Wunder geschieht, euch um den Altar versammeln. Ihr dürft Jesus ganz nahe sein, weil ihr bald die erste heilige Kommunion feiern dürft, weil ihr Jesus empfangen dürft im heiligen Thron. Wir alle leben aus diesem Sakrament, aus dieser Kraftquelle, die uns Jesus aus Liebe hinterlassen hat. Er zeigt uns, wer die wahre Macht hat. Nicht der, der aufdruckt, nicht der, der Kriege führt, der andere Völker unterwirft, nicht der, der seine Mitmenschen knechtet, sondern der, der dient. Das ist das Zeichen der Fußwaschung. So wollen wir jetzt miteinander Christus, unserem Herrn, huldigen im Kyrie. Allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Im feierlichen Gloria, das wir jetzt dann anstimmen werden, ertönt die Orgel und die Glocken hier in der Kirche, auf dem Turm, in allen Kirchen des Erdkreises zum letzten Mal bis hin zur Osternacht beim Gloria als Zeichen der Trauer, dass Jesus hinausging zum Ölberg und sein Leiden beginnt. Aber jetzt dürfen wir einstimmen in den Lobgesang des dreifaltigen Gottes. Gloria in excelsis Deo. Wo ist er nicht? Thank you.
Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und uns liebt, heute und in Ewigkeit.